Am 29. Juni ging das Jahr der digitalen Bildung mit einer großen Abschlussveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich zu Ende. Mit dabei waren alle Partner und Schulen haben ausgewählte Projekte präsentiert. Das Jahr der digitalen Bildung hat ja zwei Ziele gehabt. Auf der einen Seite darzustellen, was in Oberösterreich schon in den letzten Jahren passiert ist. Das haben wir erreicht. Das heißt, Oberösterreich ist auch mit der EDO Group und auch mit den pädagogischen Hochschulen in den letzten 20 Jahren daran gewesen, dass digitale Inhalte, digitale Medien im Unterricht ankommen. Das wurde hier präsentiert. Gleichzeitig ist es natürlich ein Startschuss, dass man neue Dinge ins System bringt, dass neue Dinge bei den Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer ankommen. Der Abschluss soll auch gleichzeitig der Start in ein neues digitales Schuljahr werden. Und die pädagogischen Hochschulen arbeiten auch in der Ausbildung mit Hochdruck am Puls der Zeit. Ja, das Stichwort heißt DigiCompB. Sie sagen es, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend und wichtig. Das ist hochschuldidaktisch für uns eine Herausforderung, die wir natürlich annehmen. Und alle Lehrerinnen und Lehrer, die hier aus den Hochschulen hinausgehen, brauchen digitale Kompetenz. Dass sich die Digitalisierung auch auf Schule und Unterricht auswirkt, machte Gerfried Stocker vom Ars Electronica Center in seinem Gastvortrag klar. Für Martin Bauer vom Bildungsministerium sieht der Wunsch einer zeitgemäßen Schule wie folgt aus. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel, weg vom Frontalunterricht hin zu einem Begleiten, hin zu einem Schüler anregen, projektorientiert unterrichten, fächerübergreifend unterrichten. Wir werden neue Lehrpläne brauchen, die das mitdenken, und wir werden vor allem Lehrpläne brauchen, und jetzt komme ich nochmal zum Digitalen, wo das Digitale im Rahmen der Fächer im Lehrplan verankert ist. Wo die Mathematik ohne digitale Kompetenzen gar nicht auskommt und die Physik nicht und die Chemie nicht und die Geografie nicht und die Fremdsprachen nicht. Das alles bietet sich an, das mit digitaler Unterstützung im Unterricht entsprechend umzusetzen. Das wünsche ich mir von der modernen Schule. Einen großen Schritt in Richtung Schule 4.0 setzt die Pädagogische Hochschule Oberösterreich auch mit der Eröffnung des Education Innovation Studios, kurz EIS. Ein Raum mit digitalen Medien für den Einsatz, vor allem in der Volksschule. Wir beginnen da mit Bebots, das sind so kleine Bodenroboter, gehen dann weiter über die ersten Lego-Bausätze, Lego Bidoo. Es wird auch eingesetzt, Tablets, iPads und Android-Tablets. Also digitale Medien bereichern den Unterricht, verbessern den Unterricht und machen den Unterricht interessanter. Und das ist das große Thema eigentlich hier im EIS-Studio. Oberösterreichs Schulen haben die Möglichkeit, das EIS zu nutzen und dort zu experimentieren. Um es mit den Eröffnungsworten von Moderator Josef Grabner noch einmal auf den Punkt zu bringen: Das Digitale ist nicht vorbei, es geht weiter.